Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind bereits im Jahr 1905, bereits ist gut. Die letzten 5 oder 6 Updates haben sich hauptsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg befasst. Mittlerweile ist es so, wir haben große Aufstände in dem Osmanischen Reich. Es könnte also sein, dass das Osmanische Reich langsam zerfällt. Langsam ist gut. Schnell vielleicht zerfällt. Langsam zerfallen tut es nämlich schon. Ist gar nicht so schlecht für uns, finde ich. Das Einzige, was ich eigentlich nicht mag, wäre Jugoslawien. Jugoslawien wäre unangenehm, weil die würden auch von uns ganz schön viel verlangen. Aber schauen wir mal, was passiert. Aber Rumänien eigentlich auch. Mist, ich mag das überhaupt nicht, dass sie zerfallen. Bulgarien darf sich gründen. Und diese kleinen Ministaaten wie Mazedonien, Albanien, Kurdistan und sowas in die Richtung, das geht alles. Naja, schauen wir mal, was passiert. Ja, außerdem haben wir letztes Mal einen Kriegsgrund gegen China bekommen, um den Boxeraufstand niederzuschlagen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Das letzte Mal habe ich es gemacht. Aber um ehrlich zu sein, ich bin sehr unsicher, ob Großbritannien mitmachen würde und ich hätte ganz gern eher vorher noch ein paar Verbündete, bevor ich sowas mache. Und das heißt, wir werden jetzt mal die ersten paar Monate in diesem Let's Play darauf setzen, dass wir mal noch ein paar Verbündete kriegen. Tatsächlich wäre es möglich, glaube ich, Deutschland als Verbündeten zu bekommen. Die haben jetzt in letzter Zeit recht viel in die Beziehungen zu uns verbessert. Proteste der Handelskammer. Noch sehr was, das klingt aber brutal. Die Handelskammer in einem unserer Staaten hat einen wütenden Protest gegen die Lokalregierung erhoben. Warum das denn? Sie beschwert sich darüber, dass die Einmischung der Regierung in die Wirtschaft den lokalen Firmen schadet. Indem sie die fundamentale Logik des freien Marktes verzehrt. Vielleicht sollte ich keine Reaktionären einsetzen. Die von aufklärerischen französischen und schottischen Publikationen über die Handelsfreiheit und laissez-faire inspirierte Handelskammer fordert, dass die Regierung ihre Wirtschaftspolitik ändert und dass sie ihre Geschäfte nach eigenem Gutdünken durchführen kann. Ich weiß nicht, ob ich sowas machen lassen kann. Wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, drohen sie das Problem national publik zu machen. Vielleicht könne man ein paar leichte Veränderungen stattgeben. Oder ich weigere mich, politischen Forderungen der versnobten Elite nachzugeben. Alle Kapitalisten erhalten eine Militanz und bis zu 10% mehr werden liberal vorziehen. Und eins Bewusstsein. Und was ist da? In der ägyptischen Wüste? Warte mal. Echt jetzt? Das hätte praktisch keinen Effekt und das hat einen Effekt auf das ganze Land. Wir nehmen das. Es ist nur die Oberschicht. So viele sind das jetzt nicht. Ah, okay. Ein neuer Anführer für meine Überseearmee. Erwin Bloß klingt gut. So, wie schaut das aus bei euch? Lasst sie uns jetzt langsam rein bei euch. Sie werden nicht akzeptieren. Was ist denn das? Ist das Santiago de Chile? Ach, gemist, das gibt's ja wohl nicht. Ich will nicht 2 Punkte in euch investieren, nur damit ich... Ach. Wie kann man nur so verbockt und verstuert sein? Verstuert? Ist das ein Wort? Wappler. Kann ich an dieser Stelle nur sagen. Married Women's Property Act. Warte mal. Verheiratete Frauen wollen ihr eigenes Eigentum haben? Das ist ja wohl... Pff.
Eine verheiratete Frau verfügt über kein persönliches Eigentum und ihre rechtliche Identität erlischt mit ihrer Heirat. Gut so. Da Ehemann und Ehefrau unter dem Gesetz als ein und dieselbe rechtliche Person gelten. Dies möchten wir ändern und wir wollen, dass Frauen über ihr persönliches Eigentum frei verfügen können. Wir verlangen, dass die Gerichtshöfe Ehemann und Ehefrau als zwei separate rechtliche Personen anerkennen. Wo sind wir denn? Ich meine, Herrschaften, versteht ihr das? Es ist unfassbar, was die wollen. Das ist in den Vereinigten Staaten jetzt noch teilweise nicht ganz so. Die amerikanischen Frauen haben oft den Vornamen des Mannes auch, die sie annehmen. Es ist mittlerweile natürlich nicht mehr bei uns so. Aber das war tatsächlich im Jahr 1905 ein wichtiges Thema, ob das gelte. Und der Börse, bla 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 bla. Alle Bevölkerung in Venedig erhalten eins Bewusstsein, bis zu 20% werden liberal. Alle Bevölkerung in Österreich-Ungarn erhalten 0,2 Bewusstsein. Oh, das machen wir doch glatt. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Mit mehr Bewusstsein ist nie schlecht. Hey, Kur ist jetzt eine Kernprovinz. Das ist ja schnell gegangen. Und wir haben den Surrealismus entwickelt. Ist das cool? Der Surrealismus entwickelte sich aus dem Bildersturm der Dada-Bewegung und versuchte die Öffentlichkeit zu einer Entdeckungsreise ins Innerste des Geistes zu ermuntern. Dort, so meinten die Surrealisten, liege die wahre Realität einer Welt, die zunehmend von unablässigem Materialismus und dem Schrecken der modernen Kriegsführung korrumpiert werde. Obwohl der Ausdruck Surrealismus von André Breton geprägt wurde, war sein berühmtester Vertreter der extravagante Maler Salvador Dali. Tja, das ist der traumhafte Surrealismus. Es gibt noch mehrere andere Surrealismen ebenfalls, aber das ist genial. Ja, also ich weiß nicht, kennt ihr Salvador Dali? Schaut euch mal das eine oder andere Bild von ihm an. Das ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Kann man nicht sagen. Gut. Na gut, die Griechen werden ja wohl mit diesen 3000 Leuten klarkommen. Schaut gut aus. Demonstration läuft aus dem Ruder, klingt nicht gut. Oberschicht. Ist das, okay, nehmen wir das. Olmütz. Ja. Okay. Du gehst zurück nach Bromberg. Und Olmütz verliert das hier. Oh, ein toter Admiral. Haben wir gute Admiräle eigentlich? Wir brauchen nicht allzu viele. Ah, der schaut gut aus. Zwei Angriffe ist okay. Die Vereinigten Staaten wollen ein Bündnis mit uns. Woher kommt das denn? Ich kann nur Beifall klatschen. Was? Streikbrecher. Kapitalisten haben in einem unserer Staaten begonnen mit Streikbrechertaktiken. Das finde ich ja gut. Folgen kann man nur Beifall klatschen. Erhöht ein bisschen die Militanz. Und aufhören die Ohren. Naja, ich als Person würde ja das unten da bevorzugen, aber. Ja, okay. Wir machen das auf jeden Fall. Das ist besser fürs Reich. Egal, was meine Führung sagen würde. Mein. Ah, okay. Bündnis anbieten. Fortfahren. Gut. Und noch ein General, den wir ersetzen müssen. Was stieg? Ach Gott. Was haben wir da für widerlich schlechte Generäle?
Ach weh, werden die immer schlechter mit der Zeit oder kommt mir das nur so vor, weil ich so viele einsetzen muss? Kommt mir nur so vor wahrscheinlich, weil ich so viele einsetzen muss. Ich sollte weniger Armeen bauen. Das war's schon, oh Gott. So vielleicht nicht ideal, aber ja auch noch nicht schlecht. Mehr Generäle, wir brauchen mehr Generäle. Dann gleich Infiltrierung, da können wir dann einen Haufen neue Forts bauen. Okay. Yes, Infiltrierung. Gut. Das heißt, machen wir als nächstes die Schichtarbeit oder den Elektroofen. Das Speise ist eigentlich nicht schlecht. Oder die soziale Verstimmung. Verhaltensforschung, was kann das? Radiofabriken, auch nicht schlecht. Machen wir Schichtarbeit. Das ist einmal ein No-Brainer quasi. Billigere Fabriken und effizientere Fabriken sind immer gut. Okay, so, wir könnten jetzt an den Grenzen überall die Forts verbessern. Tuchel. Ist okay. So, warte mal. Jetzt haben wir da Tuchel auch. Das heißt, wir können wieder eine Armee bauen, die nach Gjör wandert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In Afrika könnten wir vielleicht auch wieder was bauen. Ein Norddeutscher, ein Tscheche, ein Ukrainer, ein Norditaliener und noch ein Norditaliener. Passt. Die treffen sich alle hoffentlich in Gjör und werden zu einer wunderschönen großen Familie. Gut, machen wir weiter. Hey, wir kriegen den Gasangriff, das ist cool. Also cool, Herrschaften, das war natürlich überhaupt nicht cool. Viele, viele Leute sind an dem Gasangriff gestorben. Aber wir finden es toll, weil es uns im Angriff gegen irgendwen anderen den Urvorteil bringt. Nämlich plus 3 auf Angriff und Verteidigung, je nachdem, ob wir angreifen oder verteidigen. Das macht richtig fest Rums und da machen wir richtig fest Schaden. Am Anfang verwenden wir noch Chlorgas, das ist besonders unangenehm, weil das bringt auch unsere Leute um. Aber später dann Sarin, also nein, Sarin gar nicht, Senfgas, Entschuldigung. Sarin, was rede ich da? Senfgas und Phosgen. Wundervolle Stoffe. So viele Leute sind daran gestorben. So, Pause aus. Und auch nach Kotor. Bierschenke? Nö, keine Bierschenke. Das macht unsere Leute unproduktiv. Außerdem sind wir Reaktionäre, wollen keine Bierschenken.
Reaktionäre sind mehr so auf ÖVP-Sicht, wie heißt das? Hände falten, Goschen halten oder so irgendwie. Also beten und nichts dagegen sagen. Gut. Unsere Armeen sind stärker geworden und auch teurer. Das Licht ist gut. So, einmal rund um den Dom. Überall die Forts reingebaut. Ich glaube, außer Liegnitz braucht noch. Aber Breslau hat schon. Yep. Sehr gut. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir da bei den diplomatischen Sachen haben. Italien, USA, Frankreich, USA. USA, Frankreich, USA, Großbritannien und China hätte gerne ein Bündnis mit uns. Ach ja, wir können auf die Boxaufstände verzichten. Na, das gefällt mir aber gar nicht. Bayern ist vertraut mit den Deutschen. Nicht mehr lange. So, Sachsen, wie schaut das bei euch aus? Ist jetzt auch vertraut. Ach weh. Griechenland wird nicht mehr von irgendwelchen Leuten versucht zu beeinflussen. Peru auch nicht. Baden dafür umso mehr. Nicht nur von Deutschland, sondern auch von Frankreich. Gut, schauen wir mal. Irgendein neues Gebiet, das wäre. Äthiopien vielleicht. Wieso nicht? Ich mag die eh nicht einnehmen, das bringt viel zu wenig. Noch einen General. So, wo waren wir da? Italien, Frankreich, Russland, Japan, Sachsen, USA, Frankreich, Großbritannien, Italien. So, dann schauen wir noch mal ganz schnell. Ob wir nicht vielleicht Deutschland, sie werden nicht akzeptieren, ist eh klar, weil wir Kernprovinzen haben. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Italien wird deswegen auch nicht, weil wir Kernprovinzen haben. Gut. Russland. Die würden sich vielleicht überlegen. Japan. Ah, Japan hat noch ein Bündnis mit uns. Sehr gut. Frankreich sind wir auf minus 200, das ist schlecht. Also Deutschland und Russland, Deutschland und Italien können wir vergessen, aber Russland könnten wir vielleicht noch überzeugen. Das heißt, wir werden da mal Beziehungen verbessern als erstes. Großbritannien ist wichtig. Die müssen wir auf jeden Fall halten und die müssen uns auf jeden Fall in einem Krieg unterstützen, sollten wir angegriffen werden. Alles andere ist sekundär. Mit Großbritannien an unserer Seite kann uns fast nichts passieren. Aussperrung. Nach längeren Arbeitskämpfen haben Kapitalisten in einem unserer Staaten ihre Angestellten ausgesperrt. Finden wir gut. Was machten die Leute? Hey, das ist aber nicht verfassungskonform. Ja, ist okay. Nehmen wir das erste. Mehr Sozialisten ist gut. Bedeutet im Endeffekt, dass wir wahrscheinlich ja irgendwelche Reformen machen können. Bin mir nicht sicher bei allen Reformen, ob sie gut sind, aber bei vielen. Wie schaut das aus, Kinder? Wollt ihr da unten nicht irgendwann mal eine wirklich feste Krise machen? Scheinbar haben die Osmanen es geschafft,
Den Aufstand niederzuschlagen. Schade eigentlich. Okay, meine ersten Truppen kommen nach Gjör. Noch mehr, die nach Gjör gehen. Was habe ich jetzt gemacht? Wechselstrom. Hey, auch nicht schlecht. Unsere Leistungseffizienz steigt in all unseren Gegenden. Wechselstrom ist, ha, Herrschaften, da fällt mir noch ein Fun Fact ein. Wechselstrom wurde ja zum ersten Mal eingesetzt. Von wem? Nikola Tesla. Nikola Tesla, bitte, ist in Österreich-Ungarn geboren worden und hat an der TU Graz studiert, bevor er in die Vereinigten Staaten gegangen ist. Nur so als kleiner Fakt am Rande. Österreichische Erfindung. Sagen wir Österreicher. Natürlich ist eine amerikanische Erfindung, weil Tesla hat eigentlich ausschließlich in Amerika gescheit gearbeitet. Wir könnten eigentlich die Steuern weiter senken. Wir haben so viel Einkommen. Gehen wir da mal auf 12%. Da auf 70. Und auf, sagen wir mal, 35. Und wir haben noch immer ein Monster-Einkommen. Fuck. Wie machen wir das? Sagen wir unseren Leuten nichts mehr. Dann gehen wir da wieder weiter rauf. Ich könnte mir da auch auf 100% gehen. Apropos 100%. Nationale Foki habe ich mir auch schon lange nicht mehr angeschaut. An dieser Stelle. Angestellte. Bürokraten, 1% schon. Was heißt, wir brauchen 892 Punkte Kolonialmacht? Wie kann das sein? Wieso? Damit wir den Staat um... Ach Gott. Das heißt, wir brauchen doch mehr Marinestützpunkte. Ärgerlich. Vielleicht sollte ich mal sowas genauer anschauen, was ich brauche, damit ich einen Staat baue. Kann es ja wohl nicht sein. Nicht jetzt. Geht ja eh. So, wo haben wir gesagt, wollen wir noch einen Start machen? Ägyptische Wüste. Da haben wir auch schon 0,66%. Was jetzt? Möchten diese Kolonien einen Staat verwandeln? Ja, wollten wir eigentlich. Und wieso lässt er uns nicht? Du Kröte. 892 Punkte, das erreiche ich ja nie. Ärgerlich. So, okay. Na gut, dann werden wir da ein paar Marinestützpunkte erweitern. In der Zwischenzeit. Nehmen wir das. Sehen wir es schnell, ob irgendwo ein Marinestützpunkt noch frei zum Bauen ist. Nicht mehr. Ja, das auf gehen, da auf keinen Fall. Und da auch nicht. Wir könnten aber noch ein paar Schiffe bauen. Schip, Schip, Schippernackel. Haben wir sowas in Europa?
Ja, genau, wenn wir die Überseeflotte ein bisschen verbessern. Haben wir da nochmal 5 und da nochmal 6 und passt. So, wie schaut das aus? Haben wir gerade Kriege irgendwelche? Nein. Hey, Truppenfeuerunterstützung, nochmal bessere Truppen. Und wir haben den Jazz entwickelt. Zum Jazz muss ich da was sagen. Ich lese vor einfach, ist ja wurscht. Jazz hatte seine Wurzeln in der Fusion westlicher Musiktradition mit Elementen afrikanischer Musik und entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in den Nachtclubs von New Orleans im Süden der USA. Diese Mischung aus wilden, berauschenden Rhythmen und kraftvollen Melodien, die die Musiker zu Improvisationen anregte, um jeder Vorstellung Besonderheit zu geben, und schwungvollem Gesang eroberte die Welt, als gerade neue Distributionstechnologien für Musik wie Grammophonschallplatten, Radio und Kino aufkamen, um sie einem weltweiten Publikum zu präsentieren. In den 1920er Jahren war Jazz eine der populärsten Musikrichtungen, obwohl viele Kritiker seine Popularität missbilligten und diesen als weiteren Beweis dafür sahen, dass die Gesellschaft gegen die Obrigkeit rebellierte. Ja, tatsächlich war das echt etwas, womit man gegen die Leute rebellieren konnte, die quasi an der Macht waren. Also vor allem die Unterschicht mochte solche Sachen. Es war dann auch später bei Rock'n'Roll ähnlich eigentlich. Würde man nicht für möglich halten, aber das sind lauter Dinge, die entstanden sind, um gegen irgendwelche Aristokraten und Kapitalisten aufzubegehren. Wir werden bla 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 Gewerkschaften. Okay. Das ist eindeutig. Archäologie in den Kolonien. Stellt das Zeug einfach irgendwo hin. Oder wir halten Bewusstsein in ganz Österreich. Mehr Prestige. Ha. Durch das, dass wir mit China jetzt verbündet sind, könnte es sein, dass wir in irgendwelche komischen Kriege hineingezogen werden. Soziale Verstimmung, Verhaltensforschung oder doch Elektroofen? Machen wir den Elektroofen. Was? In der Ostschweiz. In der Ostschweiz. Ja, aber da bauen wir voll aus. Da können wir nicht mehr machen, als wir eh zurzeit machen. Vielleicht sollten wir noch ein paar Fabriken ausbauen. Oder wir machen das am besten in der Pause. Lassen wir noch ein bisschen das Ding durchlaufen. Da machen wir Pause und in der Pause werden wir auch Revolution im Ausland. Naja, klar. Weil ihr uns nicht helfen habt lassen. Idiotische Chilenen. Wenn wir da wieder Einfluss nehmen bei euch. Schwammern. Bolivien will, dass wir ihnen helfen. Gegen Chile. Na gut. Haben die Chilenen verdient. Wir können sogar durchmarschieren, aber ich glaube, besser ist, wenn wir das Schippernakel nehmen. Mit den 30.000 Mann sollten wir eigentlich locker gegen Chile ankommen. Dann kann ich sie auch nicht mehr beeinflussen, oder? Ja.
Ah, der Faschismus ist in Baden entstanden, echt jetzt. Die Osmanen könnte ich vielleicht auch fragen, ob sie mit mir. Naja. Ha, aber vielleicht könnten wir ihn in die Einflusssphäre aufnehmen als Kriegsgrund. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Lugano wird auch österreichisch. Eigentlich eh lustig, weil die Habsburger kommen ja ursprünglich aus der Ostschweiz. Das heißt, das passt sogar, dass wir die Ostschweiz erobert haben. Großmächte, bla 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 bla. Beziehungen verbessern. Beziehungen verbessern. Ja, Frankreich könnten wir rein theoretisch eigentlich auch noch verbessern. Was mache ich, nachdem ich meine Verbündeten halbwegs freundlich mir gegenüber habe? Panama. Tap, tap, tap. Und hier. Spanien ist bankrott. Na super. Hauptsache, sie sind ein Verbündeter von mir. Da brauche ich nichts machen. Das macht die Bolivien alleine. So, wir haben die DNSAP, die Deutsche Nationalistische Sozialarbeiterpartei, würde ich mal sagen. Sind uns die willkommen? Wahrscheinlich eher nicht. Eigentlich sind das. Nein, die sind auch nicht perfekt, schade. Faschisten sind auch nicht besser. Wir wollen volles Bürgerrecht, das wäre uns am liebsten. Volles Bürgerrecht und Hurra-Patriotismus und da oben Protektionismus, Staatskapitalismus wäre ganz okay. Mit dem Pazifismus sind sie absolut unbrauchbar. Ja. Vielleicht machen wir wieder die Dings, vielleicht machen wir wieder die Liberalen. Naja, lassen wir sie an die Macht kommen durch Wahlen. Immerhin werden wir bald Wahlen haben wieder, nehme ich mal an. Sehr gut. Ein toter General. Oh, das ist gut. So, Herrschaften. Diesen Krieg mache ich aber nicht zu Ende in dieser Sitzung. Jetzt wünsche ich euch einmal alles Gute, eine schöne Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns bald wieder.